Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur neuen Folge Red Dead Redemption 2. Die heutige Session beginnt damit, dass ich euch wieder erkläre, was abgeht. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich starte das zweite Kapitel ohne Facecam, ohne Commentary, mache einfach nur ein Walkthrough. Ich habe aber mit ein paar Kollegen gesprochen, die meinten, nee, mach das mal nicht. Ja, jetzt habe ich meine Facecam einfach ein bisschen kleiner gemacht und ich informiere euch darüber, dass ich das ganze Ding hier mehr oder weniger easy durchspielen werde. Das heißt, wenn ich jetzt hier auch mal 5 oder 10 Minuten sitze und nichts sage, dann liegt es einfach daran, dass ich dem Spiel folge und nicht nur dem Spiel, sondern auch dem Dialog. Ja, ich habe die Untertitel extra angemacht, damit die Leute das lesen können und so ein Shit, damit die dem Ganzen auch folgen können, wenn sie kein Englisch verstehen. So. Und ja, so lasse ich es jetzt einfach erstmal. Am liebsten würde ich natürlich einen Greenscreen haben, mich da irgendwie bummelig in eine Ecke knallen und so. Aber dafür müsste ich natürlich auch mal meine Ausleuchte hier oben irgendwie anbringen. Und ich weiß nicht, ob das so cool aussieht, ey. Da muss ich mir noch irgendwie was einfallen lassen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, den Schreibtisch so in den Raum zu stellen, dass ich da eine Lampe locker vorstellen kann. So, dass ich mit dem Schreibtisch in den Raum schaue quasi. Ne? Ja, was soll's. Irgendwann ziehe ich um. Da werde ich mir einfach mal eine Dreizimmerwohnung gönnen mit so einem kleinen Raum für mich alleine. Ich meine, es ist ja alles für mich alleine, aber nur für so Büro- und Zockgeschichten. Versteht sich. So, wir erinnern uns. Wir sind hier angekommen. Und was zur Hölle? Was ist das dann? Was? Ah ja, genau. Horseshoe Overlook oder so. Bringe Pearson Tiere. Ah, schau mal hier, guck, die Facecam genau unter diesem Teil. Perfekt. Um das Lager zu versorgen. Er kann das Lager, bla bla bla. Munition, Vorräte und Arzneien kannst du im Lager finden. Der aktuelle Lagerbestand wird angezeigt, wenn du in der Nähe der Spendendose bist. Alles klar, das ist also unser einer Kollege hier, oder was? Der Eintopf wird gerade erst zubereitet. Schaue nach der Mittagszeit nochmal nach. Okay, wir können jetzt hier also Sachen abgeben, um das Lager weiter auf Vordermann zu bringen. Hier zum Beispiel beim Schlachter. Was ist das? Spenden. Verbesserungen. Ich guck mir mal die Verbesserungen an. Tasche. Alles klar. Arthurs Unterkunft. Das ist unsere Unterkunft. Alligatorschädel. Widderschädel. Puma-Feldtruhe. Wildschweinfeldtischdecke. Oh mein Gott. Ein Ochsenfeldtischdecke. Okay. Ich müsste also dann jagen gehen, oder was? Vielleicht machen wir das jetzt. Oh, was ist das? Achtung! Auf dem Speicherplatz für das automatische Speichern befindet sich der Spielstand Blasels. Ja, will ich überschreiben, dankeschön. Nett, dass ich gefragt werde. Spenden, Verbesserung, Pearson. Okay, wollen wir dann mal jagen gehen, oder was? Würde ich doch fast schon mal behaupten, oder? Da vorne sitzt eine weinende Frau. Okay. Dann möchte ich mal gerade gucken, wo meine Unterkunft ist. Da müsste ja auch irgendwo mein Pferd stehen und so ein Dünsch. Man wird hier so heftig reingeschmissen, ey. Also die gelben Teile sind definitiv, die gelben Icons sind Missionen. Moin. So, man wird hier so ein bisschen reingeschmissen. Wie gesagt, es ist so viel, an das man sich gewöhnen muss. Deswegen werde ich heute auch ein bisschen länger spielen. Ich habe übel Bock. Es ist Sonntag. Morgen wieder arbeiten, kurz, kurz. Aber Donnerstag ist ja schon wieder ein kurzer Tag, beziehungsweise ein Feiertag. Ja, wie mache ich denn das? Ohne Scheiß, ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Ist das mein Pferd bestimmt, ne? Tennessee Walker, ja, das ist mein Pferd. Dann steig mal auf. Du kannst deinem Pferd Anweisungen geben, zu bleiben, fliehen oder zu folgen, indem du es mit L2 erfasst, wenn es in deiner Nähe ist. Pferd anbinden. Okay.
Gehen wir also mal jagen. Habe ich hier sowas wie eine Karte? Habe ich noch nicht, ne? Sollte ich jetzt wirklich schon jagen gehen? Ah, ich kann im Lager nicht auf dem Pferd reiten? Heftig. Ich habe davon gehört, dass man hier... Oder was gelesen auf jeden Fall, dass man hier auch eine Mission bekommt. Wo man halt jagen muss. Was ist denn mit ihm hier? Uncle. Wecken. Wer ist denn der Jäger hier? Er kann immer nur so ein kurzes Stück rennen, oder was? RS. Und was ist das andere? Ich möchte echt auf diese Karte gucken. Habe ich nicht sowas wie eine Karte? Hier oben ist natürlich nur der normale... Blablabla. Nee. Hier sind Munition und Vorräte und so ein Gedöns. Ach, schau, ich glaube, hier kann ich mich rasieren. Nee, das ist einfach nur Werkzeug. Irgendwo hier konnte ich mich doch auch noch rasieren. Hier ist ein Banjo. Dieses RS müsste ein bisschen weiter weg sein. Der Onkel ist gut nah. Und was war das andere? Die Frau, oder was? Umziehen, Garderobe. Ah ja, das ist meine Hütte hier. Schlafen, setzen, untersuchen. Moin. Zeitungsausschnitt über den ersten Banküberfall. Ja, Friends. Ich habe übrigens gesehen, die letzte Folge wurde mir... Ria, rasieren. Wurde mir tatsächlich irgendwie gesperrt. Ich hoffe, dass die auch noch freigegeben wird. Also die Folge, die quasi gestern kam. Da haben wir einen Zug überfallen. Wenn sie nicht ankommt, die Folge, dann... Dann guckst du doch irgendwie bei Gronkh oder sowas. Backenbart, Kinnbart. Ja, wollen wir das machen? Ich weiß nicht. Eigentlich ist der Bart so in Ordnung. Okay, komm. Ich dachte, wir könnten noch... Ach, die Haare können wir pomadisieren. Ich habe keine Pomade zur Verfügung. Puh, okay, so gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Another day. Moin. Was ist hier denn? Haben wir hier eine Aufgabe? Nein, das Ausrufezeichen bei dem Typ ist einfach nur dafür da, dass ich mir anzeigen lassen kann, dass ich hier mir was herstellen lassen kann wahrscheinlich. Genauso wie bei ihm hier. Wollen wir kurz hingehen? Gucken wir uns das mal an. Was hat er denn hier? Das ist dieser Businessman, ne? Aber reden kann ich mit dem auch nicht. Herr Strauss. Naja, irgendwas nehmen kann ich mir hier auch nicht. So, kleiner Rundgang im... Im Lager. Okay, also, was haben wir da unten? JE ist ein bisschen weiter entfernt und RS ist auch ein bisschen weiter entfernt. Ja, dann wecken wir jetzt halt diesen Onkel. Komm, renn mal einen Meter, dankeschön. So. Onkel, wecken. Oh, oh, oh. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Yeah, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Hey, you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. Was geht jetzt? You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. Fair enough. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Alles klar. Here, then take a left.
Dann wollen wir mal gucken, ne? Wir machen wieder unsere allseits beliebte... Nein. Okay, die Kinokamera können wir dieses Mal nicht aktivieren. Na, dann bin ich mal gespannt, was die Dudes hier so zu erzählen haben, oder? Bestenfalls die Ladies hier, ne? Von wegen Dudes. Komm, gib mal ein bisschen Gas. Okay, normalerweise, wenn ich jetzt mein altes, schönes Programm zum Schneiden benutzen würde, könnte ich das schön cutten und bla, aber Elgato halt, ne? Oh, jetzt waren wir... Alles klar. Der wird uns also die Zeit jetzt mit Singen verkürzt oder was? Oder angenehmer gemacht. Ist natürlich ein bisschen witzig, ne? Ey, da vorne reitet einer. Das muss so krasse Zeit gewesen sein, echt jetzt, ey. Juckt ihn nicht, dass wir hier lang reiten. Wo der wohl hinreitet. Boah. Halt die Fresse. Kompass erweitert Karte, scheiße. Ich kann die Weiber hier nicht dazu annehmen, ihn die Fresse zu halten. Dankeschön. Öffentliche Straße oder was? Okay. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. Warum kann ich nicht anhalten? You got your direction straight? Feels wrong. I thought you wanted to head into town. Wrong way. Okay, man kann mit dem Wagen hier auf jeden Fall auch vom Weg abkommen. Ach, guck mal, da steht ja das Pferd. Okay, komm, wir gucken mal. Sprich mit dem Kutscher. Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Ja, komm, wir helfen. No problem. Wir machen uns mal ein bisschen beliebt. It's the white one over there. Ach, guck mal, da vorne ist schon die Stadt, wie cool. The white one over there. Soll ich es erschießen? Kein Zug? Okay, wie machen wir es jetzt? Müssen wir uns irgendwie familiar schon? Du musst nervöse Pferde erst beruhigen, bevor du dich ihnen nähern kannst. Halte L2 gedrückt, wenn du in der Nähe bist, um das Pferd anzuvisieren. Und dann drücke Kasten, um es zu beruhigen. Untersuchen, beruhigen. Okay. Take it easy. Komm schon, Boy. Oh. Streicheln wir mal eine Runde. Ne? Komm, wir führen das Pferd mal zurück. Kompendium aktualisiert. Shire. Halte bla bla gedrückt, um dir Details anzusehen. Ja, die Haare hier in dem Game haben sie nicht so cool gemacht, aber what the fuck. So, Kutscher. Ansonsten sieht's ja wohl mega geil aus. Da hast du. Here you go. Deine Taten in der Welt beeinflussen deine Ehrenstufen und wie die Leute mit dir umgehen. Gute Taten machen dich ehrenhafter. Ein Ehrenafter. Yeah, settle down the horses. Eine gute Tat, jawohl. Regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you have it, your pulse-filled lizard. Lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here,
I probably would have robbed him. Oh, Moment, Moment. Hier sind ja voll viele Tiere am Start. Könnte man hier nicht jagen? Oh, der Zug und das Tier da vorne. Das wäre ja witzig. Fahre nach Valentine. Alles klar, komm, wir fahren. Auch wenn das gerade richtig geil aussieht hier mit dem Zug, der so in den Canyon hier reinkommt, beziehungsweise über den Canyon fährt. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Okay, wir fahren nach Valentine. Oh, das sieht so krass aus. So. Wieder ab auf den Weg, alles klar. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Oh, shit. Woo! Smell those sheep. Or is that uncle? Oh, very funny. This looks gucken like uns mal ein bisschen rum. Other people, finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Ah, jetzt funktioniert die Kinokamera. Let's see what we got here. Auf jeden Fall habe ich da eben schon eine Kirche gesehen. Voll der Hund. Saloon. Kings. Go left here, down the main street. Down the main street. Drugs, Sheriff. Oh Mann, ey. War bestimmt eine echt geile Zeit. Jeder war einfach frei. Mehr oder weniger. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Near the stables. Okay, dann können wir mal unseren Wagen hier anbinden. Gucken, dass wir keinen umfahren. Entschuldigung. Sorry, mate. Alright, here we are, just like I said. A cultural center of civilization. Okay. Man, it's finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine okay. Come on. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. It's the place now. Come on. Ja, was denn? Morgan. Ach so. Moin, moin. Du kannst einen Gegenstand in einem Laden direkt aus dem Regal kaufen, indem du ihn anschaust und kostenlos. $50 haben wir. What are you saying? Well, you seem a little scattered, Arthur. Trust old uncle. Okay, wir haben Kauf eine Zigarre. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Hier. Betrachten. Zigarre. Eine kaufen. Okay, if you're done, I'll meet you outside. I won't be too long. So, hier gibt's nur Groceries oder was? Trefft euch draußen. Gibt's hier keine Weapons oder Felle oder einen neuen Hut? So, you're actually buying for once? You feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? Könnte ich den Laden überfallen? Ladenbesitzer. Katalog durchblättern. Katalog durchblättern.
Well, that's a ripe cheese, all right. Vorräte, Arzneien, Munition, Jagd- und Angelzubehör, Pferdepflege, Kleidung. Da haben wir es doch. So, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Now done.